Kommt bestimmt wieder. Und boah, so 4K, wie das klingt, ne? Sätze, shit. Ja, Farb, ein verschiedenen Grauton, oh Mann. Ahoi, liebe Bootsfahrer, Bootsfahrerinnen und liebe Landratten. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Bootrefit. Ja, ich mache jetzt weiter die nächsten Felder sauber, schleifen, grundieren. Und heute kommt dann endlich die neue Farbe, die neue 4K-Farbe zum Einsatz. Boah, so 4K, wie das klingt, ne? So wie diese 4K-Auflösung von Kameras. Naja. Mal gucken, wie gut und toll die Farbe ist. 4K, wow! Und ja, wollen wir schauen, wie die aussieht. Diese beiden Felder sind durchgetrocknet mit der Grundierung bzw. Bilgenfarbe. Und die andere graue Farbe, das ist, wie heißt das Zeug? Epiphanes Multi Marine Primer. Ja, that's the shit. Ja, so sieht's aus. Und diese beiden Felder schleife ich jetzt. Da sieht man auch, ja, muss halt ordentlich neue Farbe drauf und angeschliffen werden. Das kann so nicht bleiben, Mann. Jo, machen wir. Machen wir alles schick. Kommt bestimmt wieder, warum hast du denn da zwei verschiedene Grautöne benutzt? Ich hätte einen verschiedenen, einen Grauton benutzt. Einen verschiedenen Grauton, oh Mann. Ich meine natürlich, ich hätte einen Grauton benutzt. Ja, ich hätte auch am liebsten einen Grauton benutzt, wenn die Farbe nicht alle gewesen wäre. Hat aber noch eine Restfarbe und wir arbeiten natürlich hier schließlich nachhaltig, wie sich das gehört. Wir benutzen alles, was so da ist und verbrauchen auch alles. Und da es sowieso nur die Grundierung ist, ist es doch egal. Hauptsache, es ist vernünftige Grundierung, es ist vernünftige Farbe als Grundierung und dann ist doch alles tutti, ne? Los geht's mit Schleifen. Oh. Fehlt noch Sandpapier drauf. Also immer das mal alles geschliffen und sauber hat, ey. Oh Mann. Ja, aber Vorarbeit muss sein, sonst hält halt die neue Farbe nicht. Das ist ja totaler Quatsch, ne? Wenn die abplatzt. So, ich zeige euch mal jetzt die Deckfarbe, das Lichtblau von der Marke Fontaino. Mir ist aufgefallen, dass diese Farbe extrem dünnflüssig ist. Also lässt sich natürlich super gut jetzt dann auch verstreichen und verarbeiten. Aber sie ist halt sehr dünnflüssig und dementsprechend nicht so wahnsinnig deckend. Ja, bin froh, dass ich da eine ordentliche Grundierung drunter habe, weil nur mit der Farbe streichen brauchst du mal locker 2-3 Anstriche. Was soll ich sagen? Ist auf jeden Fall irgendwie lustige Farbe. Die ist, wie gesagt, sehr, sehr dünn. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor, dass die so dünn ist. Weil, wie gesagt, die Bilgenfarbe ist natürlich, die ich als Grundierung genommen habe, die ist natürlich deutlich dicker, ne? Die ist viel, viel zäher. Aber das ist schon irgendwie schon sehr dünn. So, da sieht man jetzt das Ergebnis. Und hier hinten an den Stellen, da ja, kommen weiße Punkte durch. Das heißt, da nimmt die Farbe oder beziehungsweise nimmt das Metall die Farbe nicht an. Werde ich wahrscheinlich nochmal drüber gehen müssen dann. Aber das ist jetzt nicht das Problem. Fazit zum Himmelblau. Sagen wir mal so, ich bin froh, dass ich eine fette Grundierung drunter habe. Und dass ich weiß, dass da alles tippitoppi ist. Als Decklack ist das sicherlich in Ordnung hier. Für den Rumpfboden werde ich die auch weiter benutzen und verstreichen oder verrollen. Ich benutze auch eine Rolle, wie ihr gesehen habt. Aber dass die Farbe an der einen oder anderen Stelle ja nicht deckt, das ist schon Käse, ne? Und jetzt hier, wie gesagt, Schiffsboden und was dann letztendlich auch Stauraum ist für diverse Utensilien, stört es mich jetzt nicht. Zerkratzt sowieso, geht sowieso wieder kaputt. Aber wenn ich jetzt die Farbe streichen würde draußen aufs Deck oder am Rumpf draußen und die würde dann nicht decken, ja,
dann würde ich mich natürlich schon ärgern. Aber okay, dann würde ich natürlich auch nicht so eine Farbe nehmen, die halt günstig ist, ne? Die halt nicht teuer ist. Dann würde ich natürlich klar fürs Deck und für den Rumpf außen natürlich vernünftige und richtig gute Farbe benutzen. Also als reine Farbe, die man alleine verstreicht, als Metallschutzlack, so wie es draufsteht, ohne eine Grundierung, würde ich es definitiv nicht machen. Dann musst du 4-5 Schichten auftragen, bis die überhaupt deckt.